Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, als erstes ein riesengroßes Sorry, vor allem an die, die bei Facebook nicht mit mir befreundet sind. Ein riesengroßes Sorry, dass nicht mein letztes Video von meiner 5 Days 5 Videoserie gekommen ist. Ich habe es wirklich noch probiert bis am Sonntagabend, aber es hat verschiedene Faktoren gegeben und es hat dann darum schlussendlich nicht geklappt. Und ja, es stinkt mir selber wirklich mega, weil ja, normalerweise, wenn ich was verspreche, oder vorhanden tue ich es auch einhalten, aber es hat einfach nicht geklappt. Ja, darum sitze ich jetzt da und tue das Video für euch nachdrehen und gebe mir auch Mühe, dass dann wenigstens diese Woche sicher noch ein zweites Video für euch kommt. Also wirklich nochmal sorry, es tut mir mega, mega leid. Ja, wie ihr im Titel sehen könnt, handelt es sich wieder um ein Beautiful Fragrances Haul. Das ist meine allerletzte Bestellung, die ich im 2015 gemacht habe. Ja, Mitte Dezember. Es ist nicht die letzte Bestellung, die ich euch zeigen werde. Es hat noch viele Bestellungen, die ich noch abdrehen muss. Aber das ist die letzte Bestellung gewesen. Und ich habe dort ein bisschen mehr bestellt, als ich geplant hatte. Aber das hat wirklich einen bestimmten Grund gehabt. Weil Joyce dann mal angekündigt hat, dass sie aufs 2016 ihre Preise erhöhen muss, was ich komplett verstehe. Das Material wird ja auch immer teurer. Ja, aber ich habe darum die Chance nochmal genutzt und dann ein bisschen, ja, zwei, drei Düfte mehr gekauft. Gut, ich lege los mit den Goodies. Vielen lieben Dank für die Joyce. Da habe ich zwei Scentshots bekommen. Und der erste Duft ist Honey Vanilla. Ja, und ich bin nicht so Honigduft-Fan. Aber der ist ganz spannend aus dem Grund, weil der für meine Nase hauptsächlich eine parfümige Note drin hat. Ich weiß nicht, ob da ein spezieller Honigduft ist oder ob es da noch was anderes drin hat. Aber ich würde ihn auch eindeutig nicht als Foodie-Duft bezeichnen. Sondern eher, ja, parfümig frisch. Und ich bin gespannt, wie sich der in warm entwickeln wird. Darum behalte ich den gleich und werde den wahrscheinlich in meinem Schlafzimmer verdüfteln. Den der zweite, den ich als Goodie bekommen habe, habe ich mir auch bestellt. Da hat man so drei hübsch verzierte Melts bekommen. Und das ist der Duft Soft Chocolate Macaroons. Ja, eine grosse Ladung Schoki. Ich finde eine recht authentische Schokinote. Von der Süße her geht es eigentlich. Also er ist schon süß, aber nicht so extrem süß. Und was an dem Duft speziell ist, da hat es noch eine leichte Orangennote dabei. Und die zwei Düfte harmonieren so gut. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber es ist mega, mega lecker und bin gespannt, wie der in warm ist. Dann habe ich mir ein Viererpack Melts bestellt. In der Duftrichtung White Chocolate und Karamell. Und der hat mich mega positiv überrascht, weil der ist so lecker. Ich hatte ein bisschen Angst wegen der Karamellnote. Aber überraschenderweise schmeckt der hauptsächlich noch guter, feiner, weißer Schoki. So lecker. Und nur ein leichter Hauch Karamell. Und es ist ein schöner Karamellton. Also nicht so ein stichiger Maggi-Karamell. Und ja, also mega lecker. Und freue mich schon auf den. Dann habe ich einen Duft gekauft, der, glaube ich, ziemlich schnell weg war. Und zwar ist das Sugar Cookie Noel. Also ich nehme mal Zuckerkeks mit Vanilla by Noel. Ja, der Duft ist in Kalt nicht so intensiv, aber man schmeckt ein bisschen was Keksiges, was Vanilliges und was Süßes. Ich nehme an, ich werde den wahrscheinlich eher zum Blenden nehmen. Aber mal schauen. Vielleicht habe ich auch mal Lust auf so einen uni-vanilligen Duft mit Keks. Tue ich dann spontan entscheiden. Dann habe ich endlich mal einen Duft verwischt, wo sie schon öfters angeboten hat, aber ich bin immer zu langsam gewesen. Und zwar ist da Schoko Erdbeere.
Der Duft hat es zum einen als Grubbies gegeben und dann aber auch noch wunderhübsch in dieser Form. In dieser hübschen Herzmuffin-Form. Und ja, ich liebe die Erdbeerform und dann noch mit dem Schokokleckse-Überzug. Also wunderhübsch, Joyce. Ich muss schmecken. Es ist ein sehr süßer Duft. Also, süßer geht es, glaube ich, nicht mehr. Aber ja, ich finde es lecker. Der Erdbeerduft ist auch süß, ein bisschen spritzig, aber wenn ich mich nicht täusche. Also, ich bin dann gespannt, ob der Duft in warm auch so ausgeglichen ist oder ob den eine dominiert. Aber eben, ich bin froh, habe ich den auch zweifach verwünscht. Gut, und jetzt kommen nur noch Clamshells. Da habe ich auf Vorrat gekauft, den Chocolate con Churros. Der ist in kalt einfach so, so lecker. Ja, mega, mega fein. Darum haben wir da einen zweiten gekauft. Den Duft, den ich schon vor langem mal bei der Joyce gekauft habe, den nie mehr nachgekauft habe, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ich denke, Molly, ich hätte wieder mal Lust drauf. Und zwar ist das Strawberry Milkshake. Ja, passt jetzt nicht in die Jahreszeit, aber ich düftle ja eh nach Lust und Laune, weil, ja, das ist eindeutig ein sehr spritziger, sehr süßer Erdbeerduft, fast so ein bisschen kaugummimäßig. Ja, aber ich finde ihn eigentlich lecker, darum haben wir ihn noch gekauft und bin froh, habe ich den wieder mal. Den Duft, den ich gewusst habe, ja, dass der könnte ein bisschen riskant sein, ist der nächste. Und zwar ist das weiße Schokomandel. Mandeldüfte sind ein bisschen heikel bei mir. Wenn sie leicht dosiert sind, dann habe ich es noch gern, dann geht es noch. Aber da ist wirklich, ja, ist der Mandelduft sehr dominant. Die weiße Schoki schmeckt jetzt da kaum. Ja, also darum jetzt nicht gerade so mein Favorit. Ich werde ihn testen. Kann sein, dass ich dann den Rest weggebe. Aber mal schauen, kann sich ja in warm alles noch ändern. Den Duft, den ich eigentlich so uni nicht so gern habe, ist der nächste. Und zwar handelt es sich dabei um Babypowder. Ja, ich hatte einmal zu Anfangszeiten, auch als Goodie, und den habe ich mal gekauft und dann eben festgestellt, entweder habe ich ihn so vom Kopf her nicht vertraut oder den hätte mir einfach nicht gefallen. Ja, aber ich habe seit einer gewissen Zeit so eine Kombi im Kopf, und zwar ist das Pink Sugar mit Babypuder. Ja, darum habe ich mir den jetzt gekauft. Und ja, finde ihn doch noch ganz angenehm. Er hat jetzt so auf den ersten Schnupper auch nichts Stichiges. Also ich muss mir, glaube ich, keine Sorgen wegen dem Kopf machen. Und ja, ich stelle mir die Kombi Pink Sugar mit Babypuder einfach sehr fein vor. Darum habe ich gedacht, ach komm, ich probiere es mal. Dann ein Duft von meinen Top-Lieblingen von der Joyce ist der zweitletzte Duft, und ja, ich hatte ihn noch nicht in der Lampe, aber er schmeckt in kalt einfach sensationell. Und zwar ist das der Duft Schlummerland. Ich weiß gar nicht mehr, was alles drin hat. Was ich noch weiß, ist, es hat Lavendel drin und es hat auch Babypuder drin und dann noch mindestens eins oder zwei weitere Komponenten. Und ja, also, er schmeckt sensationell. Mehr kann ich nicht sagen. Mega, mega Hammer. Und ja, darum haben wir auch von dem Duft nochmal eine auf Vorrat gekauft. So, und den letzten Duft habe ich auch zum Schluss noch im Shop entdeckt, bevor ich meine Bestellung abgeschlossen habe. Und bin so happy, weil der ist auch mega lecker. Und zwar handelt es sich dabei um Zitronenkuchen und Vanillesahne. Und so lecker. Ja, als ich daran geschnuppert habe, musste ich an die Zuckerschnute vom DM denken. Ja, die von Deutschland kennen das sicher fast alle. Die Schweizer, die noch nie im DM
DM sind, nicht wahrscheinlich. Aber eben, das ist ja so eine Duschgel-Serie. Also es gibt nicht nur Duschgel. Es hat mal so eine Limited Edition gegeben von dem Duft und jetzt hat es DM wieder zurückgebracht ins fixe Sortiment, eben weil der Duft so begehrt war. Und das ist auch eine Mischung aus Vanille und Zitrone. Und ja, also er kommt dem wirklich sehr näher, er ist nicht identisch, aber sehr, sehr lecker und ich liebe ja Zuckerschnuten, darum, also Hammerduft. So, und ja, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, nochmal sorry, dass das nicht ganz geklappt hat, aber ihr werdet dafür diese Woche bestimmt noch ein zweites Video bekommen. Bis dann, macht's gut und tschüss zusammen!